Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Willkommen zum zweiten Teil der Episode 0, wo ich euch erkläre, was ich so vorhabe dieses Jahr im Podcast mit euch, dass ihr so ein bisschen einen kleinen Überblick habt und wie der Podcast so grundlegend laufen soll. Ganz traditionsgemäß gibt es das Dienstagabendtreffen der großen Homöopathen. Das war zu Hannemanns Zeiten schon so. So ist Dienstag der Tag, wo der theoretische Teil über Homöopathie rauskommt. Und parallel dazu gibt es am Samstag die praktische Folge, wo ich anfänglich jetzt eine kleine Miniserie starte über Homöopathie bei Verletzung. Also wir haben einen theoretischen Dienstag und den praktischen Samstag. Die Folgenlänge, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil über bestimmte Grundlagen gibt es 4 Stunden zu erzählen. Keine Sorge, so lange wird sie nicht. Die splitte ich dann gibt es 1, 2, 3 Teile davon. Über manche Grundlagen aber auch nur 5 Minuten. Genauso beim praktischen Teil kann man sich endlos verweilen. Wenn ich bei den Studenten eine Arznei unterrichte, geht sie 4 Stunden. Ja. Manchmal kann man das aber auch auf den Punkt bringen in 2 Minuten. So. Das wird sich mit der Zeit zeigen und ich werde dann auch von euch das Feedback bekommen, war zu lang oder kannst du nicht noch mehr erzählen? So weiß ich auch, aha, da darf ich noch ein bisschen mehr und da vielleicht ein bisschen weniger. Wobei ich als Homöopath ja weiß, dass es individuell ist. Eins der Grundprinzipien der Homöopathie, kein Mensch ist gleich. So ist es eh schwierig, wie ihr wisst, einen Podcast zu machen, der für alle stimmt, so mache ich ihn für den wichtigsten Menschen in meinem Leben, so dass er für mich stimmt und hoffe, dass es für viele von euch auch stimmt. Am dem Dienstag wird es am Anfang so ein bisschen gehen um Geschichte und Hahnemann, dass wir so wirklich bei Null starten bei Homöopathie und dann uns so in den großen Bereichen, den wichtigen Prinzipien aufhalten und dann immer detaillierter, immer spezifischer werden, so wie man in der Homöopathie auch die Anamnese macht. Vom Allgemeinen zu Lokal. Und im praktischen Teil werden wir dann schauen, wie die Verletzungsminiserie so ankommt und dann schauen, ob wir dann noch mehr praktische Beispiele finden. Es wird dann sicher später auch immer mehr darum gehen, dass ich dann Fälle erkläre, präsentiere zum Beispiel oder dass es eine Fragemöglichkeit gibt, wo ich Fragen beantworte, die euch auf der Zunge liegen. Oder dass ich mit anderen Homöopathen spreche. Da habe ich schon ein paar Anfragen für Interviews. Da dürfen sich dann noch andere einbringen. Weil Homöopathie ist so groß, da könnte ich gar nicht alle Bereiche wissen oder besprechen. Das ist wie in der Medizin. Da braucht man ab und zu mal einen Chirurg. Es wird um die Grenzbereiche gehen in der Homöopathie. Das dann wieder mehr am Dienstag. Wo sollte man auf jeden Fall zum Arzt, wo sollte man aber vielleicht der Homöopathie noch einen Tag Zeit geben, bevor man zum Arzt geht. Ich werde auch immer wieder darauf eingehen, welche Therapien sich aus meiner Erfahrung sehr gut miteinander vertragen. Das ist immer eine Frage, was kann ich dann zur Homöopathie noch machen? Und es wird irgendwann im praktischen Teil, da weiß ich aber noch nicht, wann genau das denn anfängt, werde ich auf den Teil eingehen, wie wir unsere Patienten zusätzlich coachen, also wie wir dich zusätzlich unterstützen können, dass du deinen Heilungserfolg nicht nur verstärkst, sondern dass er auch bleibt. Das wird dann, wenn wir alle Grundlagenwörter geklärt haben und so richtig drin sind, dann wird das sicher auch noch ein wichtiger Teil sein, weil der in meiner Praxis auch einen riesigen Teil einnimmt. Wie kann ich als Patient aktiv teilnehmen, dass ich nicht abhängig bleibe von meinem Therapeuten, sondern lerne, mich selbst zu heilen, was Homöopathie ja im Kern ist. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, was Homöopathie ist, dann ist es Hilfe zur Selbstheilung. Und Homöopathie macht das auf eine unbewusste Art und Weise, sodass ich eigentlich, ohne dass ich viel dazu beitrage, selber heile.
Und wie wir inzwischen ja immer mehr wissen über die Coaches, die es im Internet zuhauf gibt und die Bücher, die das erklären, der Placebo-Effekt, der immer besser erforscht ist und so weiter, wissen wir, wie unglaublich wichtig es ist, dass ich mich selber auch um meine Heilung bemühe. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, präventiv und dauerhaft gesund zu bleiben, geht das gar nicht. Also zumindest bisher habe ich kein Medikament gesehen, was das dem Menschen abnimmt, seine eigene Heilung nachher aufrechtzuerhalten. Ich werde in dem Podcast allein schon aus Zeitgründen nicht so einen hohen Perfektionismus an den Tag legen, wie das normalerweise meiner Natur entspricht. Wer mit mir in der Praxis arbeitet, weiß, beim Homöopathieverschreiben bin ich sehr pingelig. Bei dem Podcast habe ich gemerkt, schon in den ersten Folgen beim Aufnehmen, dass ich die Zeit bedauerlicherweise nicht habe, dass es dann nachher perfekt wird. Wobei Perfektion philosophisch betrachtet vielleicht auch gar nicht existiert. So meine ich damit natürlich das, was ich als Perfektion verstehe. So habe ich mich entschieden, statt dem Leitsatz, der Podcast wird perfekt, wird der Podcast sehr individuell. So, für den einen oder anderen Ausfall zwischendurch bitte ich euch, das dann einfach zu ignorieren oder vorzuspulen. Nein, es wird alles super. Ich habe auch ein paar andere Ideen, was ich dann noch so reinbringen werde. Das bleibt ein bisschen noch mein Geheimnis. Und werde auch ein paar Sachen ausprobieren, wie das funktioniert. Da freue ich mich schon drauf. Und vielleicht noch zum Sagen, hinten dran stehen noch ein paar Leute, die mich da inhaltlich unterstützen. Also hauptsächlich kommt der Inhalt von mir, aber ich habe so ein paar Leute hinten dran, die dafür eben einige Sachen auch in der Homöopathie spezialisierter sind. Das ist einmal Stefan Bauer, dann habe ich die Schule, wo ich unterrichte, hinter mir dran. Da habe ich die Kontaktperson, die Uta, im Moment. Ich habe jemanden, der mir hilft bei dem ganzen Podcast. Das ist der Gordon Schönwälder, der mich sehr unterstützt hat und ermutigt, das endlich zu machen. Und meine Frau natürlich, die mir überhaupt die Zeit ermöglicht, dass ich hier vor dem Mikrofon sitzen kann und sie derweil die Kinder bespaßt. Ja, ich freue mich, mit euch diese Reise anzutreten. Bin gespannt, wo wir hingehen werden und vielleicht, wo wir auch mal ankommen werden. Freue mich auch von Anfang an so ein bisschen auf euer Feedback. Da bin ich wirklich verwöhnt von meinen Vorträgen und der Dozentenarbeit, wo man immer relativ schnell sieht, wenn ich mich verfahren habe irgendwo und ob der Lacher, den ich versucht habe einzubauen, dass man wieder ein bisschen locker wird, auch angekommen ist. Hier ist mein Laptop leider ein relativ stummer Zeuge und wenn er Augen hätte, würde er halt immer gleich gucken. So, nicht der beste Zuhörer, muss ich sagen. Er ist wenig interaktiv und stellt auch keine Fragen. Auch mein Mikrofon. Kein toller Zuhörer. So, freue ich mich auf eure Feedback, Fragen, Anregungen, vielleicht auch Kritiken. Und wenn ich will, werde ich darauf eingehen und dann merke ich, gefällt es euch oder gefällt es euch nicht. In diesem Sinne, Kontaktmöglichkeiten sind aktuell hauptsächlich über Facebook. Es gibt eine Gruppe, die zu dem Podcast gehört, da ist allerdings noch nichts los bisher. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Podcast noch nicht veröffentlicht habe. Aber wenn da dann mal was los ist, dann kann man da Fragen stellen und darauf werde ich dann eingehen. Es wird auch die Möglichkeit geben, da natürlich über die Kommentare Kontakt mit mir aufzunehmen. Und sobald ich weiß, wie ich das machen will mit einer E-Mail-Adresse, wird es auch da die Möglichkeit geben, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Aber aktuell ist der Hauptort Facebook. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei wart und hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust machen können auf das, was noch so bevorsteht. Und freue mich, euch bald wieder zu hören. Bleibt gesund!